6. Mai 2022. Heute, auf den Tag genau, vor 4 Jahren, war es, als ganz viele Menschen auf dem Marktplatz vor dem alten Rathaus zusammengekommen sind, um mit mir gemeinsam meine Amtseinführung in das Amt des Bürgermeisters dieser wunderschönen Stadt, meiner Heimatstadt Fürstenwalde-Spree, zu feiern. Es war ein großartiger Tag, den ich nie in meinem Leben vergessen werde. Und heute sind aber 4 Jahre um und es ist Zeit, Zwischenbilanz zu ziehen, zurückzuschauen, was ist geschafft worden, was liegt vielleicht noch vor uns. Und das Wichtigste, was hinter uns liegt, das sind eben mehr als 2 Jahre, also die Hälfte der zurückliegenden Zeit, die wir im Krisenmodus im Ausnahmezustand verbracht haben. Das ist eine Herausforderung gewesen, für die es keine Konzepte gab und die den Mitarbeitenden dieser Verwaltung und allen anderen auch der Stadt alles abverlangt haben. Den Mitarbeitenden der Verwaltung größtmögliche Flexibilität. Wir mussten uns immer wieder auf andere Herausforderungen, auf andere Gegebenheiten und Rahmenbedingungen einstellen. Dafür gilt es heute, Danke zu sagen. Danke dafür, dass wir diese Herausforderung gemeinsam sehr gut gemeistert haben. Und trotzdem ist bereits vieles umgesetzt worden, was Sie in meinem Wahlprogramm finden, was Sie heute noch nachlesen können. Viele von den Ideen, die ich seinerzeit aufgeschrieben hatte, sind wirklich schon umgesetzt oder auf den Weg gebracht worden. Wir haben schon vieles erreicht und dafür danke ich in allererster Linie den Mitarbeitenden dieser Verwaltung. Dass es starke Meinungen gibt zur Arbeit einer Verwaltung, das liegt in der Natur der Sache. Jeder hat seine Ideen, jeder hat seine Berührungspunkte, jeder weiß vermutlich auch, wie es besser gehen könnte. Aber es ist auch zu sagen, dass wir tagtäglich gemeinsam daran arbeiten, wirklich besser zu werden. Und das ist wirklich eine wahnsinnig großartige Qualität der Mitarbeitenden. Dass aber die Auseinandersetzung und stellenweise auch Meinungsmache, die hier betrieben wird, einen derart umfassenden Teil unserer täglichen Arbeit einnehmen wird, das haben weder ich noch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung je für möglich gehalten. Dass es also so viel Bestandteil einer öffentlichen Debatte ist, wie wir einfach nur versuchen, die Arbeit zu machen, das war so nicht zu erwarten. Nichtsdestotrotz werden wir in den nächsten Tagen kleine, kurze Videos hochladen, wo wir themenbezogen zurückblicken und gucken gemeinsam, was ist erreicht worden, was ist angeschoben und was liegt noch vor uns. Ich freue mich drauf, Sie vielleicht auch.